Ja, und wieder bei Pokémon Smaragd Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir die Route rund um Xeneroville und südlich von Moosbach, also ich glaube 126 und 127 sind das gemacht. Heute weiter in Richtung Süden. Route 128, glaube ich, ist das jetzt hier in Richtung Prachtpolis. Und dann die anderen Routen darunter. So, ein Duflo ist jetzt nicht unbedingt das geilste Pokémon für Jeanne d'Arc. Aber gut, dass die Stachelspore schon mal daneben ging. Aber ich denke mal, das Schlimmste, was das Ding machen könnte, wäre eh nur eine Säure. Oder weiterhin die Stachelspore. Von daher schauen wir mal. Ja, da kommt auch die angekündigte Säure. Die sollte aber nicht viel Schaden machen. Ja, ist okay. Das ist halt so ein bisschen das Problem von reinen Pflanzen. Oder allgemein von Pflanzen-Pokémon. Können meistens nur Pflanzenattacken. Und sonst nichts. Das ist ein bisschen schwer mit denen zu kämpfen. Vor allem reine Pflanzen-Pokémon haben ja nicht mal den Zugriff auf die Giftattacken, wie halt die meisten Pflanzengift-Pokémon, sondern halt auch nur Pflanzenattacken. Oder sind paralysiert und können nicht angreifen. Na, darf ich jetzt? Danke. Jetzt kritte nur bitte nicht. Wobei, jetzt habe ich es verschrien. Okay, nichts passiert. Ich kann mich einfach mal heilen. Dafür ist halt die Synthese drauf. Wir haben zwei Pokémon, die sich hier selbst heilen können. Da muss ich zumindest keinen Trank für verbrauchen. Und sind wieder halbwegs fit. Ach, wenn das Ding sich eh selbst tötet, kann ich auch den eben halt ein Heil-Item in diesem Kampf verwenden und die Paralyse wegmachen. Zazurill meint es eh, sich gerade selbst kaputt hauen zu müssen. Und ich bin sogar schneller. Wäre mir sogar lieber, wenn ich langsamer gewesen wäre. Wobei, irgendwann muss ich eh angreifen. Bisschen schneller oder langsam. Ich hätte auf jeden Fall noch einen Schlag abbekommen. Na gut. Hauen wir mit der Stärke weg. Da muss ich keinen Crit. Wobei, wir hatten das schon mal, dass ich sage, ich mache jetzt lieber Stärke statt Rasierblatt. Und dann hat die Stärke einfach gekrittet. Und dieser Zumarill hat sich einfach glamourös selbst rausgehauen. Man, wir müssen uns doch noch einen Trank verwenden. Unseren letzten Supertrank. Okay. Dann weiter auf der Route. Wenn ich mal drüber nachdenke, bei den Startern sind nicht viele, die wirklich pur Pflanze sind, oder? Wobei dann wiederum. Gut, erste Gen haben wir Gift, zweite haben wir pur Pflanze, dritte haben wir pur Pflanze. Vierte haben wir Boden, fünfte haben wir Purpflanze, sechste haben wir Kampf und siebte haben wir Geist. Na gut, drei von vier sind rein Pflanzen-Pokémon. Ist zumindest weniger als die Hälfte. Also irgendwie ist Jeanne d'Arc echt nicht so das beste Pokémon hier für den Start. Irgendwie kommen die alle mit genau den falschen Pokémon an. Leider ist, sehr gerade gegen Pflanzen-Pokémon bin ich echt nicht so super aufgestellt. Nee, bin ich wirklich nicht. Na gut, dann bleib ich einfach drin und hau mit Stärke weiter drauf. Der wird schon jetzt nicht sein Härtner nur spammen. Und er selbst kann zum Glück nur Naturkraft machen und nicht, nicht Naturkraft, nur Sternschauer aus der Naturkraft und keine Ahnung, Erdbeben. Macht zumindest kaum Schaden. Na gut, dass ich hier gegen Pflanzen-Pokémon schlecht aufgestellt bin, liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich mich hier auf Wasser-Pokémon einstelle und dementsprechend viel Elektro-Pokémon mitnehme. Und ja. Musste der jetzt sein? Ich weiß, ich habe mich auch gerade wieder vollgehalten, aber musste das jetzt sein, dass wir jetzt wieder den Kampf von vorne beginnen? Ich wechsle doch mal aus. Okay, wer hat denn was, was man dagegen einsetzen kann? Du hast nichts. Nee. Elektro bringt nicht viel. Wasser, Elektro bringt nicht viel. Physisch bringt nicht viel. Elektro bringt nicht viel. Ich probier's mal mit einem Surfer. Ich
guck mal, wie viel Schaden das so macht. Okay, er kann keine Pflanzenattacken. Er kann Naturkraft, Intus Sternschauer. Er kann Pfund, Härtner und Wachstum. Und einen Volltreffer kann Kennedy auch noch machen. Damit bist du out. Also wechsle ich gerade ein Pokémon rein, was potenziell das Ding umhauen kann. Und erstmal direkt ein Out rausholt. Aber gut, dann weiß ich, ich kann mit Wasserattacken auf jeden Fall doch ein bisschen was an Schaden machen. Das heißt, Addison, du darfst nochmal. Wie das ganz knapp schon wieder nicht reicht. Das Tengu ist echt gut darin, mit einem KP zu überleben. Aber hey, der Reflektor von Megane hat uns immerhin noch ein kleines bisschen was geschützt hier. Da sind wir auch durch den Kampf gut durchgekommen. So, was kommt jetzt noch? Nass genäht, ja. Das ist sogar schon ziemlich perfekt für Addison. Surfer und eventuell Chiss? Ja. Easy. Keine Ahnung, wie easy, aber easy. Ja, damit ist, hat Grimutak sich seinen ersten Out geholt. Sprich, wir bringen es eben wieder zurück zum Pokémon Center. Ist zum Glück kein allzu weiter Weg. Eigentlich ist es immer nur geradeaus von hier aus. Immer nach oben. Hat aber schon wieder auch lange gut mitgemacht. Grimutak haben wir jetzt schon seit, ich glaube. Was habe ich auf dem Satellite? Seit Part 39 mit drin dabei. Hat sich da langsam aber sicher seine Strikes angesammelt. Aber gut, ist ja quasi dann nur für die Arena, wo wir es dann nicht haben. Für die Magma können wir es sogar theoretisch wieder mitnehmen. Wobei für die Arena wäre es doch eigentlich gar nicht so doof gewesen, fällt mir gerade ein. So als Unlicht-Pokémon. Das Unlicht-Wasser? Das habe ich gerade ehrlich gesagt nicht bedacht. Na gut, dann darf jetzt Goethe mit rein. Tauschen wir einmal aus gegen Kennedy. Und Kennedy darf sich hier zu Hariyama hinsetzen. So. Dann einmal Tributak raus und Sejong rein. Okay. Du warst auch auf Level 35, ne? Ja. Was konntest du denn nochmal? Speckschicht hat mäßiges Wesen, das fand ich auch nicht schlecht. Surfer Body Slam, Aurora Strahl. Kann man mit arbeiten auf jeden Fall. Packen wir mal direkt nach vorne. Kann er vielleicht im nächsten Kampf so ein bisschen was zeigen. Gefühlt habe ich sowieso das Hälfte meines Teams auch irgendwie Surfer als Angriff. Milton kann es, Addison kann es, Goethe kann es. Gut, Megane nicht. Volten so auch nicht. Kann einfach aus der Battle aus Surfer lernen. Würde ich irgendwie witzig finden. Habe ich nicht immer noch einen Schutz aktiv? Oder kommt mir gerade Liebeslevel 35 entgegen? Okay. Die sind zum Glück nicht so häufig, diese Liebeskusse. So. Dann weiter auf Route 128. So. Bald wir da ankommen, ja. Aber ich glaube, so viele Trainer sind auf dieser Route auch gar nicht. Irgendwo noch ein Doppelkampf hier. Und eine normale Trainerin. Bei Schwimmern bringt es, glaube ich, leider nicht so viel, mit einem Wasser-Pokémon anzutreten. Ich glaube aber, wenn wir Sejong bis zum Valrhyzer bekommen, könnte auch in der Liga gut was reißen. So gerade gegen die Drachen-Pokémon. Blubber mich doch nicht an. Mal gucken, wie lange es durchhält. Bitte lange genug, dass wir überhaupt mal einen Valrhyzer bekommen. Das ist auch noch ein Level. Boah. 42? 44? Ich glaube 32 und 44 entwickelt es sich. Dementsprechend 44, also rein theoretisch sogar noch vor der 8. Arena.
So, Doppelkampf. Mit zwei Schwimmern. Ich glaube, Watt und Edison ist da noch am besten. Ich wollte nicht durchschwimmen. So. Also prinzipiell sind wir für die Wasserrouten zwar gut aufgestellt, aber alle anderen bleiben da leider doch so ein bisschen hängen. Ah, doch, ich glaube. Den Doxas natürlich am schnellsten von allen. Ich glaube, Watt sollte das mit einem Donnerschlag schaffen. Aber das reicht leider nicht. Und da holt sich Lanton schon wieder seinen ersten Strike. Seinen ersten neuen Strike quasi. Und Entschuldigung. Wait a minute. Ich habe mich auf meiner Liste etwas verguckt. So viel zu, wir sparen uns Ampharos auf. Das war nämlich gerade sein zweites Out. Ich dachte, er wäre noch bei 4. Aber ich habe leider auf die falsche Liste geguckt. Und da war er leider... Da hatte ich doch so nicht nachgetragen, dass er nämlich schon bei 5 war. Schade. Damit haben wir nämlich gerade Ampharos verloren. Das ist wirklich schade. Ich hätte es eigentlich liebend gern noch ein bisschen behalten. Und ich habe halt eben noch auf meiner Liste geguckt und da so, ja, er ist bei 4. Aber ich trage halt auf meiner Liste mal nach jedem Part immer ein, wenn er sich da was geändert hat. Das habe ich nur beim letzten Mal irgendwie vergessen. Dementsprechend auf Wiedersehen, Ampharos. War eigentlich geil mit dir. Aber ein kleiner... Na, wobei... Ich hätte ja so oder so mal eingesetzt wieder zum Weiterkämpfen. Ich hätte vielleicht den Freischein noch verwendet. Level 37 hast du auch noch geholt. Und 37 auch noch für Edison. So langsam gehen uns hier die Elektro-Pokémon aus, ne? So, ich guck nochmal. Ich glaube, das waren aber auch die letzten Trainer für die Route. Dann ist schon Prachtpolicity, ja. Schade. So ein cooles Pokémon eigentlich. Und Voltilam aufgezogen. Bisschen zu einem Ampharos. Da ist noch ein Angler. Mache ich den eben jetzt noch? Ich guck nur eben mal. Na komm, den machen wir eben noch mit Meganie. Du triffst ja auch da vielleicht das ein oder andere sehr effektiv. Ja, kein Pokémon. Pokémon mit Kaskade. Ja gut, ich sag mal, wir haben zur Not genug VM-Pokémon auf der Box. Natürlich kommt ein Tentacha. Also irgendwie werden wir schon irgendwas mit Kaskade schon haben, aber... Vielleicht haben wir Glück und irgendwas im Team kann Kaskade lernen. So. Und ein weiteres Tentacha. Ich denke mal, spätestens wenn wir irgendwann mal Level 40 erreichen, werden wir uns vielleicht langsam mal an die Arena setzen. Und gucken, dass wir die vielleicht auch schaffen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level die sind. Ich weiß, die Arena-Länder sind auf 42. Aber der ganze Zeug davor? Keine Ahnung. So, reicht das für ein One-Hit? Ganz knapp natürlich nicht. Oh, der Rest einfach mit Stärke, weil Rasierblatt auch wieder daneben gehen kann. Aber hey, es reicht zumindest für Level 38. So, du bist abgestürzt. Pech gehabt. So, ist ja noch irgendein Trainer auf der Route oder... Können wir wenigstens die Route noch abschließen, bevor wir zurückgehen. Da ist noch ein Schwimmer. Ich glaube sonst nichts weiter. Dann machen wir dich auch noch eben schnell. Ach, du bist ein Triathlet. Hast trotzdem nur einen Stern, du. Sternus ist auch ein sehr häufiges Pokémon hier. Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge Sternus gesehen.
überlegt gerade, gab es in dieser Gen noch eine andere Pflanzenattacke, die jetzt nicht einfach so eine neutrale, stärkere Pflanzenattacke außer Rasierblatt? Ich glaube noch nicht einmal, oder? Gigasauger ist etwas stärker. Mit einem zusätzlichen Effekt noch drauf, aber ansonsten. So. Okay, die Route nach Prachtpolis ist damit auch abgeschlossen. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Dann bringen wir erstmal Ampharos zurück. Und holen uns dafür... Pasteur? Denke ich. Habe ich gegen dich schon gekämpft? Ja, habe ich. Ja, ich denke mal, Pasteur wird jetzt wieder ins Team mit reinkommen. Für die Level 40er ist es noch ein bisschen zu früh. Weil sie halt alle auf Level 40 sich entwickeln. Aber die sind auch dann relativ bald danach auch dann. Das hast du zweimal auch gesagt, oder? Das war doof. So, wir benötigen deine Pokémon. Danke. Und... Tja, Ampharos. Du hast uns ziemlich gut und ziemlich oft geholfen. Vor allem halt, war das? Ne, ich glaube, der Arena hat es in der 6. hat es gerade eben nicht geholfen. Weil es ja sich da kurz davor geoutet hat. War das so nicht so? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber... sah schon ein cooles Pokémon. Und gerade halt mit dem Donnerschlag macht das natürlich richtig viel Schaden. Eintragen. Zack. Es war schon nicht schlecht. Ein richtig gutes Pokémon. So langsam gibt es auch leider die Pokémon, die ich auch vorbereitet habe, zu Neige. Aber gut, irgendwie kommen wir hier noch durch. Müssen mal schauen, noch mal ein bisschen neu ordnen. Theoretisch müssten Goethe und Pasteur mal wieder ein bisschen kämpfen, aber auf dem Wasser ist das ein bisschen schwer mit den beiden. Aber ich versuche es mal. Vielleicht treffen wir wieder ein paar Ast-Trainer, mit denen wir was machen können. Haben wir die Stadt eigentlich schon angeguckt? Ich glaube noch nicht, ne? Gucken wir uns den Rest des Parts einfach mal die Stadt noch ein bisschen an. Du hast das Geheimbasenkind. Ich glaube, hier war Troy's Haus. Was ist du für eine Wildtank? Pokeriegel. Ah. Joa. Müssen wir dem Barsch vielleicht was ein oder andere geben. Was ist das denn für ein Haus? Minispiele? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Haus hier auch gibt. Und da läuft Scott nur rum. Oder steht eigentlich rum. Rumlaufen tut er ja gerade nicht. Ach ja, du bist die mit dem Brief. Hat er gesagt, er beneidet sie kein bisschen oder ein bisschen? Hm. Ach, guck mal, hier ist sogar Troy. Kannst du... ja. Ah, okay. Das heißt, die ganze Sache mit Team Magma, wo die hier ins Raketenzentrum wollen, kommt erst danach. Na gut. Dann haben wir hier, glaube ich, soweit nicht alles gesehen und nichts weiter. Ist hier oben noch was? Man kann sich die Rakete anschauen. Also die Rakete ist auch so direkt daneben zu packen, ist schon ein bisschen gefährlich, aber gut. Ein weißer Felsen. Ja, ich glaube, sonst haben wir hier nichts weiter, ne? Okay, dann können wir auch die Stadt wieder verlassen. Dann dürfen wir im nächsten Part noch die... Ich glaube, drei Routen sind das, Richtung Flossbrunn. Und danach noch die ganzen Strudelrouten, die drei. Dann sind wir sogar fertig. Dann wird zumindest in diesem Part eine Route mehr oder weniger geschafft. Wenn wir dafür zweimal zurück mussten, um noch ein Pokémon auszutauschen. Oh. Ich sag mal so, hätten wir es für Landhund mit dem Freistand nicht gemacht, hätten wir Landhund jetzt auch schon rausgeben müssen. Ich ärgere mich immer noch wegen Ampharos. Dass ich da nicht richtig hingeguckt habe auf der Liste, aber naja. Was will man machen? Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.